was anderes. So, so. Ich wurde gefragt, wo ich denn im März bin. Ich hoffe, ich bin im März noch am Leben. Ist bei mir immer ein bisschen schwierig. Aber ich bin im März bin ich in Malente. Tja, und zwar im Kurhaus. Und trete da auf. Jetzt möchten natürlich viele Leute wissen, warum trittst du denn da auf? So. Es liegt unter anderem daran, ich kann es ganz kurz zeigen. Also ich möchte nicht zu sehr, das ist hier so ein Teil meines Arbeitsplatzes. Man sieht natürlich, dass ich auch gerade arbeite und dass immer ein Film läuft. Und das ist ein Teil meines Büros hier. Es ist unordentlich und ich weiß nicht wohin. Und ich dachte, wenn ich irgendwie wegkomme, dann nach Malente und erzählt da was über, ja, ach, das sieht man wahrscheinlich auch noch, guck mal hier, Depression leicht gemacht. mein Programm, ja, über Depressionen, also, und mein Zimmer sieht eigentlich genauso aus wie mein Kopf. So, also, lasst euch auf irgendwas ein. Kommt vorbei, am 3. März in Malente, im Kurhaus, glaube ich jedenfalls, ich war da noch nie, ja. Wir sehen uns. Wenn ihr in Malente seid, wir sehen uns dann in Malente. Am 3. März. Malente Kultursamstage. Das wollte ich noch sagen. Malente Kultursamstage. Ne? Ist nämlich ein Samstag. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall. Ist ja auch frei an dem Abend. Ne? So. Es ist ein Taxifahrer. Taxifahrer haben meistens dann müssen arbeiten. Aber ich mache auch ein Programm für Taxifahrer. Vormittags. Woanders. Wir sehen uns. Tschüss. Thank you.